Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir befinden uns an Bord der MS Aqua Richtung Kanto und wir sollen mit dem kleinen Mädchen Verstecken spielen, damit sie nicht weiterhin den Kapitän nervt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie sich versteckt hat, aber ich glaube, man konnte sie eigentlich relativ leicht finden. Werde ich ja feststellen. Ich suche einfach alles einmal ab. Also sie hatte sich in irgendwelchen Ecken versteckt. Ich glaube hier ganz hinten, oder? Ist das möglich? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja. Oh nein, du hast mich entdeckt. Na gut, dann gehe ich langsam mal zurück zu meinem Opa. Solltest du tun. Hallo Opa, da bin ich wieder. Die Tante hier und ich haben auf dem Schiff Verstecken gespielt. Tante, so alt bin ich auch wieder nicht. Svenja war dein Name, oder? Vielen Dank, dass du meine Enkelin bei Laune gehalten hast. Weißt du was? Ich möchte dir etwas schenken. Hier, nimm bitte das. Wir erhalten den Metallmantel. Nützt mir persönlich nicht viel, aber ist definitiv nicht schlecht. Die MS Aqua hat nun in Orania City angelegt. Yay! Dann würde ich sagen, wir verlassen das Schiff auch mal. Die MS Aqua hat in Orania City angelegt. Super. Da wären wir auch schon. In Kanto. In Orania City. Ich finde es einfach wahnsinnig toll, dass wir auch nach Kanto reisen können. In diesem Spiel. Macht mir immer wieder unglaublich viel Spaß. Und ich mag die Musik hier wirklich gerne. Ist nicht die Originalmusik, aber klingt auch wahnsinnig toll. Hi Suicune. Um einer hätte es geklappt. Ich dachte, ich könnte Suicune überraschen, wenn ich ihm hier auflauern würde. Aber wie soll man ein Pokémon fangen, das übers Wasser laufen kann? Ich habe Suicune jetzt allerdings lange genug verfolgt, um allmählich die Regeln zu erkennen, nach denen es handelt. Suicune erscheint vor allem an Orten, wo es Wasser gibt. Das würde demnach bedeuten, dass... Tut mir leid, Svenja, ich muss sofort weiter. Lass dich nicht aufhalten. Ich liebe Orania City übrigens. Es ist so schön idyllisch hier. Eingang zum Hafen von Orania City. Und was hast du zu sagen? In Kanto gibt es einen ganzen Haufen sehr starker und talentierter Trainer. Die Arenenleiter sind besonders harte Brocken. Das wird nicht leicht für dich. Werden wir sehen. Hier könnten wir die Stadt verlassen. Allerdings blockiert Relaxo den Weg. Das große Pokémon schläft friedlich und fest. Es scheint es da sehr gemütlich zu haben. Tja, dann wollen wir es auch mal nicht stören. Somit können wir Dictas Höhle auch nicht betreten. Das heißt, sie haben uns quasi den Weg schon mal versperrt. Ist aber kein Problem. Ich würde sagen, wir schauen uns ein wenig in Orania City um. Sind meine Pokémon eigentlich geheilt? Nee, hätte ja mal sein können. Okay. Ich finde Orania City wahnsinnig toll. Ich mag Hafenstädte sowieso wahnsinnig gerne. Ich mag Graffiport City, Oliviana City, Seegras Ulb City und Orania City eben auch sehr gerne. Fleetburg mag ich auch. Es gibt ja genug Hafenstädte in Pokémon. Ich weiß nicht, ich finde Orania City wirklich schön und vor allen Dingen kommen da auch so Erinnerungen hoch an früher. Ich weiß nicht, ich finde das einfach total schön hier. Hier haben wir ja früher immer die Angel bekommen. Ich weiß gar nicht, lebt hier immer noch ein Angler? Ja. Ich bin der Senior-Angler, der ältere der beiden Anglerbrüder. Ja, habe ich. Okay. Das Kapador seiner Träume. Na dann. Ach ja, ist schon schön hier. Und natürlich gibt es hier auch Arenen. Wie soll das doch anders sein? Ich lasse mein Pokémon für mich ein Bauwerk ebnen, aber ich habe nicht genügend Geld für das gesamte Projekt. Das ist traurig. Ma, Macholo! Ja, hat Macholo noch einiges vor sich, wie es scheint. Ja, also groß was zu entdecken gibt es hier eigentlich nicht. Orania City, die abendrote Hafenstadt. Das stimmt, farblich schön abgestimmt ist die Stadt auf jeden Fall auch. So, hier haben wir den Pokémon-Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Na dann muss ich natürlich einmal rein.
Selbstverständlich. Ein Lorblatt. Wie süß. Gut, aber erstmal haben wir hier im Fanclub auch nichts zu suchen. Wir werden später nochmal in den Fanclub zurückkehren. Aber erstmal würde ich sagen, wir versuchen uns an der Arena. Denn wie ich schon sagte, es gibt hier auch wieder Arenen. 8 Stück an der Zahl. Und wir werden uns auf jeden Fall auch an allen Arenen versuchen. Das wird alles nicht so lange dauern wie in Johto. Weil nicht mehr so viel Story kommt. Also es kommt schon noch Story, aber nicht mehr ganz so viel wie in Johto, habe ich zumindest das Gefühl. Also man kann die Arenen hier wirklich sehr viel schneller machen. Vor allen Dingen, weil die Levelkurve nicht so extrem ist. Pokémon Arena von Orania City, Leiter Major Bob. Ein Blitz am Himmel des Militärs. Okay, ich würde sagen, mit Takoro sind wir auch ganz gut aufgestellt. Rein da. Ach nein, das Rätsel gibt's ja immer noch. Nein. Hey du, zukünftige Legende. Du hast Glück, die Fallen dieser Arena waren kurzzeitig außer Betrieb. Aber jetzt funktionieren sie wieder. Was es mit Glück zu tun haben soll? Naja, denke doch alleine mal an den Trainingseffekt. Ist das nicht genug? Also dann, fordere Major Bob zum Kampf heraus. Sei auf alles gefasst. Ich hasse dieses Rätsel. Wirklich, dieses Rätsel ist so mies. Für die, die es nicht wissen, wir müssen 2 Schalter finden, um die elektrische Barriere abzuschalten. Und irgendwo in diesem Mülleimer ist so ein Schalter. Und wenn wir den gefunden haben, dann befindet sich in unmittelbarer Nähe der zweite. Sollten wir aber falsch raten, wo der zweite Schalter ist, dann dürfen wir wieder alles durchsuchen. Es ist so ein mieses Rätsel, vor allem weil ich noch nie Glück damit hatte. Irgendwie. Ich brauchte einmal fürchterlich lange für. Und meine Eltern spielen ja auch Pokémon. Und für die darf ich das Rätsel auch immer machen, weil die da auch überhaupt keine Lust drauf haben. Ich hasse dieses Rätsel einfach. Also, unschwer zu erkennen, eine Elektro-Pokémon-Arena. Die Level sind auch eigentlich schon ganz knackig. Aber ich denke mal, wir haben nicht viel zu befürchten. Takoro ist zum Teil ein Boden-Pokémon, das heißt, Elektroattacken machen uns gar nichts aus. Und wir haben Erdbeben. Stärke 100 plus Step und sehr effektiv, also eigentlich kann uns hier nichts aufhalten. Ich finde die Arenen hier wirklich toll, vor allen Dingen, weil die Level ja ziemlich hoch sind, aber ich empfinde sie nicht so als große Herausforderung. Wie gesagt, weil die Levelkurve in Kanto eigentlich nicht so extrem ist. Das fängt irgendwo bei 50 an beim Arenaleiter und geht bis 60 hoch. Also das ist jetzt nicht so extrem. Dementsprechend können wir eigentlich schon fast alle Arenaleiter mit unserem jetzigen Level besiegen. Sollte also alles kein Problem sein. Trotzdem freue ich mich auf jeden Fall auf diesen Abschnitt des Spiels. So, ja, ich kann dich besiegen, ganz sicher. Also Takoro ist unser Star-Player hier. Wenn man kein Boden-Pokémon hat, dann empfehle ich eigentlich Feuer oder sowas oder Pflanze. Also kann auf jeden Fall nicht schaden. Man könnte auch Drachenattacken benutzen oder Psycho-Attacken. Man kann eigentlich so ziemlich alles nehmen. Man sollte nur vielleicht auf Wasser und Flug verzichten. Blitzer. Blitzer ist toll. Gut. Wir können die Arenen in Kanto übrigens fast alle in beliebiger Reihenfolge machen. Ich glaube, nur die letzte können wir wirklich erst zuletzt machen. Ansonsten ist uns das vollkommen freigestellt, in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen. Ich habe mir da auch schon was ausgedacht, welche Reihenfolge ich bevorzuge. Aber es ist prinzipiell egal. Die Level unterscheiden sich ein bisschen. Manche Arenen sind schwerer, manche leichter. Aber es ist eigentlich egal, welche Reihenfolge man wählt. Ich werde mir auf jeden Fall Zeit lassen. Ich möchte hier nicht durchrasen und eine Arena nach der anderen machen. Ich möchte wirklich auch die Städte so ein bisschen erkunden und mich da etwas umsehen. Wie jetzt zum Beispiel in Orania City, da habe ich mich ja auch ein bisschen umgesehen zumindest. Aber es gibt nicht so viel Interessantes in dieser Stadt, das ist das Problem. Gyroball, okay. Aber ich gehe das Ganze ein bisschen gemütlich an und schaue mich auch schön um. Denn das ist ja kein Speedrun. Ich habe ja Zeit. Tschüss, Voltoball. Sehr schön. Alles keine Herausforderung für uns. Oh, wie schockierend. Ja, doch. Und jetzt du noch. Ich werde dich fertig machen. Gleich versetzt dir einen Schlag. Ich denke nicht. Also mit Elektroattacken kommst du eigentlich nicht weit bei mir. Elektroball, okay. Okay, wenn du explodierst, das könnte schon wehtun. Ich habe jetzt noch
4 Erdbeben. Das sollte eigentlich reichen für 3 Pokémon. Übrigens ist die Kampfmusik oder generell die Musik auch in Kanto ganz anders. Also wenn beispielsweise ein wildes Pokémon erscheint, dann ist die Kampfmusik auch anders als in Johto. Meiner Meinung nach sehr viel dramatischer. Irgendwie. Also ich weiß nicht, dich greift ein Tentacher auf Level 30 an und da kommt unglaublich dramatische Kampfmusik. Finde ich persönlich. Aber ich finde die Musik eigentlich sehr schön in Kanto. Ich mag auch die in Johto sehr gerne. Zum Beispiel auch die Arena-Kampfmusik in diesem Fall finde ich wirklich sehr schön. Und ich finde es gut, dass sie die Musik abgeändert haben. Das zeigt wirklich so ein bisschen, dass ein neuer Abschnitt jetzt eingeleitet worden ist. Weil Kanto ist ja komplett anders als Johto eigentlich. Ist ja bis dato auch das einzige Pokémon-Spiel, in dem es 16 Orden gibt. Finde ich ein bisschen schade, also man hätte da vielleicht nochmal irgendwie sowas machen können. Das macht nämlich wirklich sehr viel Spaß. Was ich nur immer merkwürdig fand, dass die Arena-Leiter hier Level 50 haben. Die ganzen Neuankömmlinge, die jetzt in Kanto ihre Pokémon-Reise starten, die stehen da mit ihrem Level 15 Bisasam vor Major Bob und fangen an zu weinen, wenn er da mit seinem Level 50 Pokémon kommt. Also das fand ich immer ein bisschen unlogisch. Ich meine, für uns ist es ideal. Wir reisen nach Kanto und haben ja auch wirklich starke Gegner. Nur man muss natürlich bedenken, nur weil wir jetzt hier sind, heißt das ja nicht, dass es nicht auch Anfänger in Kanto gibt. Also ich habe mal gedacht, vielleicht haben die einfach zwei Teams. Also ein normales Team, was sie in Feuerrot und Blattgrün auch haben, für die Anfänger und ein starkes Team für Leute wie uns. Keine Ahnung. Wir haben ja wirklich alle Trainer stärker gemacht. Oder vielleicht gibt es auch keine Anfänger mehr in Kanto. Die sind alle ausgewandert nach Johto. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, man sollte die Logik auf gar keinen Fall hinterfragen. Ist eben so und fertig. Also wenn ich jetzt anfangen würde, die komplette Logik in Pokémon zu suchen, da wäre ich aber ganz schön arm dran. Das könnte unter Umständen ein bisschen dauern. So, ich werde mal einmal speichern. Ich werde nach diesem komischen Mülleimer-Rätsel auch nochmal speichern, aber vorsichtshalber. Oh, die Musik ist so toll hier. Die ist so richtig, ja, vermittelt irgendwie Urlaubsfeeling, wie ich finde. Mit dem Rauschen des Meeres im Hintergrund. Ist schon schön. Nein! Aber ich finde, die Kampfmusik ist hier wirklich irgendwie dramatischer geworden. Weiß nicht warum. Ist so irgendwie mein Eindruck. Und jetzt beginnt die wunderschöne Suche nach dem Schalter. Raschelwühl. Da. Ein geheimer Schalter. Jetzt könnte links, rechts oder oben der andere sein. Und ja, der könnte auch hier links sein, obwohl wir da schon geguckt haben. Was zur Hölle. Ihr müsstet gerade mein Gesicht sehen. Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ich muss mindestens 10-mal die Reihen durchgehen, um den Schalter zu finden normalerweise. Was zur Hölle? Seit wann klappt das so gut? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber jetzt habe ich das groß angekündigt, dass ich mich hier rumquälen werde und was ist? Sofort ein Treffer. Naja. Warum kann das nicht immer so sein? Hey, Rekrut! Du forderst mich zum Kampf heraus. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Meine Elektro-Pokémon sind unschlagbar, die Besten der Besten. Sie haben das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Nun werden ihre Elektro-Attacken auch dich grillen, genau wie sie es mit den Soldaten des Feindes taten. Ich denke eher nicht. Ich glaube, Takoro kann das alles ganz gut handhaben. Raichu! Level 51, okay. Das ist schon relativ hoch im Level. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Ja, er kann gegen uns nichts machen. Er kann keinen Donnerblitz machen oder ähnliches. Er kann keine Donnerwelle einsetzen.
Er kann nur solche Attacken machen wie Ruckzuckhieb oder uns mit Doppelteam nerven. Mehr kann er nicht machen gegen uns. Das ist ganz schön gemein eigentlich. Naja. Mir soll's recht sein. Und auch die Arenaleiter-Kampfmusik in Kanto finde ich wirklich sehr schön. Vor allen Dingen, man hört ja noch die alte Kampfmusik heraus, die es in Rot und Blau und Gelb gab. So gesehen ist das Ganze eigentlich nur ein bisschen verändert worden. Ach komm, dann mache ich jetzt was anderes. So. Ich wechsle gleich das Pokémon, wenn du mich weiter so ärgerst. Wobei, das nützt mir eigentlich gar nichts. Weil, Benny oder so würde genauso unwahrscheinlich treffen. Ach komm. Du kannst mir doch sowieso nichts. Du kannst mich nur nerven. Also diese Stelle, dieser Refrain, sag ich mal, der kommt einem wirklich bekannt vor, wenn man mal zurückdenkt an die ganz alten Editionen. Ein Elektroball, okay. Da kommen so viele Erinnerungen hoch, das ist... Ach komm. Einfach total schön, wie ich finde. Und irgendwann werde ich auch mal Pokémon Rot, Blau, Gelb LPen. Einfach nur wegen der Nostalgie. Ich glaube, Takuro langweilt sich auch schon. Der steht da und denkt sich, ja, ich spam mal weiter Erdbeben. Kein Ding. Und Electek. Ist das sein letztes? Nee, vorletztes, okay. Sein stärkstes? Ist das Electek? Könnte sein. Mit 53. Also man muss dazu sagen, jetzt am Anfang, die ersten paar Arenen, da sind wir auf jeden Fall unterlevelt. Aber mit der Zeit werden wir auf jeden Fall passende Level haben. Aber ihr seht, man hat trotzdem keine Probleme. Zumindest solange man Erdbeben hat. Oh, noch 7 Level, dann habe ich meinen Despota. Und noch ein Elektroball. Wie schön. Du glaubst, ich bin am Ende? Ich habe noch gar nicht angefangen, da habe ich gemerkt. Das Einzige, was du gemacht hast, ist Ruckzuckhieb und Doppelteam. Das war's. So gesehen, wenn wir das Doppelteam mal vergessen, 5 Pokémon, 5 Attacken. So sollte das auf jeden Fall laufen. Optimal. Meine 10.000 Wolkstangen-Tricks. Und weiter konnte ich nicht lesen. Oh nein, du bist ein sehr starker Rekrut. Na gut, du Wicht. Wicht? Hiermit verleihe ich dir den Donnerorden. Den Donnerorden bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn mit Stolz. So, weiter geht's mit den Geschenken. Diese wunderbare Maschine soll von nun an dir gehören. Ist das Schockwelle? Ja. Damit fegst du deinen Gegner Britzbratz von der Bildfläche. Lass es krachen und bahne dir damit den Weg durch die gegnerischen Reihen. Nördlich von hier gibt es übrigens eine große Stadt namens Saffronia City. Ja, das weiß ich. Die Frage ist gerade, Schockwelle hat den Vorteil, Schockwelle trifft immer. Wäre auf jeden Fall eigentlich gar nicht schlecht für Lina, weil die Attacke ja wie gesagt immer trifft. Hat eine Stärke von 60, ist speziell, ist sicherlich nicht so schlecht. Stimmt, Lapras kann auch Donner und sowas lernen, ich erinnere mich. Aber nee, ich möchte eigentlich den Step ausnutzen. Wir können auf den Donnerschlag verzichten. Sehr schön. So. Dann wird nochmal eben gespeichert und dann sind wir hier auch fertig in Orania City.
Ja, wir werden jetzt nach Safronia City aufbrechen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Wir können die Stadt ja nur in nördlicher Richtung verlassen. Aber ich denke, ich werde nicht in der Arena antreten, weil ich vor Sabrina in Safronia City wahnsinnig viel Respekt habe. Also ich denke, die werde ich einfach mal gekonnt auslassen und dann erstmal weiterreisen. Vermutlich nach Prismania City, würde ich sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, wir gehen nach Safronia, nach Prismania, fahren runter nach Fuxania, dann hoch bis nach Lavandia, machen dann die Arena von Safronia und kümmern uns dann um alles andere. War mein Plan bis dato. So, aber Takoro kriegt erstmal eine Auszeit. Hat ja auch schon Level 48. Zack. Dann können wir jetzt weitergehen. Route 6. Item. Silberhauch. Okay, ist gar nicht schlecht, die Attacke. Kannst du dir denken, warum ich Picknick so gerne mag? Nein, ich kenne dich nicht. Kikugi. Oh, ich mag Kikugi. Finde ich wahnsinnig süß. Trotzdem musst du jetzt leider dran glauben. So leid es mir tut. Und Volltreffer, das ist schon irgendwie gemein. Hey, das war gut. Würde ich auch so sehen. Sind doch garantiert noch mehr Trainer. Hallo! Pass auf, wir zwei versohlen dir den Hosenboden. Okay. Immer diese Jugend von heute. Ganz schlimm. Oh, Plusle und Minun. Wie süß. Habe ich zwar nicht unbedingt die passenden Pokémon für, aber sie sind trotzdem wahnsinnig süß. Und sie haben übrigens, wenn man jetzt mal auf dem anderen Bildschirm guckt, die gleichen Symbole wie in Rubin, Saphir, Smaragd. Fällt mir nur gerade so auf. Weil ich in meinem Smaragd-LP ja auch ein Minun hatte. Oh, noch ein Volltreffer. Was ist denn heute los mit dir, Amde? Oh, du kannst Donner. Das ist schön. Ich glaube, du brauchst eine Abkühlung. Ja, läuft doch eigentlich optimal heute, würde ich sagen. Also, Major Bob haben wir ziemlich souverän geschlagen. Machen hier nur Volltreffer, frieren Gegner ein. Finde ich super. Ich sollte noch weiter spielen heute. Was? Oh, Clarin ruft an, schnell weg. Ich würde sagen, dich mache ich noch. Wer ungestört in freier Wildbahn leben will, braucht nur zwei Dinge. Leichtes Gepäck und ein Pokémon-Team. Möglich? Ich habe es noch nie versucht. Bummels, die haben ja echt ausgefallene Pokémon, das freut mich sogar. Ich mag das, wenn die Trainer wirklich viel Abwechslung haben in ihrem Team. Finde ich spannender als so ein Käfersammler mit 5 Wampel. Das war kein Volltreffer, aber es war trotzdem gut. Aber die könnten hier ruhig ein paar mehr Pokémon haben, wie ich finde. Gut, da oben geht's nach Safronia City. Hier haben wir einen Manzonbaum. Schön. Tunnelfahrt. Von hier aus gelangst du über den Untergrund von Safronia City. Von hier aus gelangst du. Was stand da? Über den Untergrund von Safronia City, von Orania City bis nach Azuria City. So. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Nur nicht zu viele Details. Okay, aber ich würde sagen, nach Safronia City gehen wir erst im nächsten Part. Ja, mach du mal. Und ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Heart Gold und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!
Ciao, Leute!